1000 Mal möchte ich im heutigen Video Danke sagen für 1000 buchliebende Menschen. Wir haben einen ganz wichtigen Meilenstein gemeinsam erreicht. Der Kanal Literarische Abenteuer hat über 1000 AbonnentInnen. 1000 Dank an dich, dass du auch dabei bist. Ich freue mich sehr. Im heutigen Video werden wir gebührend feiern. Es wird einen üppigen Community-Austausch geben. Ich werde Sachen über mich verraten, über die ich noch nie gesprochen habe, und unerwartet viele Buchtipps geben. Vor allem beantworte ich heute aber auch eure sehr ausführlichen Fragen und habe zur Feier des Tages auch etwas an diejenigen zu verschenken, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Wir feiern heute also gemeinsam den bisher wichtigsten Meilenstein für diesen Kanal und am Ende des Videos verlose ich ein ganz besonderes Bücherpaket. Sollte dies dein erstes Video auf meinem Kanal sein, herzlich willkommen. Hier geht's um Bücher und Buchthemen und ich lese meist unabhängig, divers, abseits vom Mainstream und harten Tobak. Sollte dies aber dein zweites, 16. oder 47. Video sein, willkommen zurück. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Wenn du buchige Videos und literarische Inhalte am liebsten schaust, dann lohnt sich ein Abo auf diesem Kanal und du kannst ab sofort mit jeder Buchbestellung kostenfrei mich und wahlweise deine lokale, regionale Buchhandlung supporten. Alle Partnerlinks, meine Blogseite und mein Instagram findest du in der Infobox. Seit nun etwas über 2 Jahren spreche ich auf YouTube über Bücher und Buchthemen. Das erste Video, eine Besprechung zu Hanya Yanagiharas Roman Zum Paradies, veröffentlichte ich am 16. Januar 2022. Seitdem sind auf diesem Kanal über 100 Videos erschienen, immer samstags, meistens, mit kleinen Pausen hier und da, versteht sich, hebele ich vor meinem Rechner und hoffe darauf, dass das, was ich zu neuen Büchern zu erzählen habe, auch dich interessiert. Dass ich dir ein paar interessante und eventuell auch etwas unbekanntere, etwas obskure Leseempfehlungen zeigen kann, etwas Neues über das Lesen und die Literatur beibringe und dass ich eine kunterbunte Community kultivieren kann, die sich in puncto Literaturliebe zusammenfindet und von einer unabhängigen Stimme inspiriert werden kann, die sich für Bibliodiversität einsetzt und das Lesen im Gleichgewicht zwischen einer kritischen und einer begeisterten Perspektive mit 2 unterschiedlichen Augen und einem balancierten Blick anstrebt. Diese Ziele verwirklichen sich von Tag zu Tag mehr, indem das Kommentarium reger wird, mehr Zuschauende von meinen Inhalten erreicht und berührt werden. Und ich freue mich schon riesig auf weitere 100 Videos, weitere Buchtipps, Reflexionen und viele, viele Community-Talks mit dir zusammen. Ja, ich habe bereits seit 2009 einen Buchblog geschrieben, erst auf Estnisch, meine Muttersprache, danach auf Englisch, jetzt auf Deutsch und genieße seit einigen Jahren auch den regen Austausch auf meinem Instagram-Kanal. Aber keine Community ist so kommunikativ und vielfältig und interessiert und verbal wie ihr hier auf YouTube, also du. Und so freue ich mich ganz besonders, dass so viele von euch jetzt zu den literarischen Abenteuern gefunden haben. Ich hatte euch im Vorfeld die Option gegeben, mir im Community-Tab Fragen zu stellen. Und wow, ihr habt ausnahmslos richtig interessante Anregungen und Senf hinterlassen. Vielen lieben Dank dafür, für die Glückwünsche und für die vielen, vielen Worte, die mir die Planung dieses Videos ganz besonders versüßt haben, als ich nochmal über die Fragen und Kommentare drüber gelesen habe. Wenn du mir jetzt im Laufe des Videos oder danach eine oder mehrere Fragen stellen möchtest, darfst du das natürlich auch jederzeit gerne tun. Wir unterhalten uns wie immer in den Kommentaren weiter. Zum Ende des Videos verrate ich dann auch, wer das Bücherpaket gewonnen hat. Und nun schon zu euren Fragen. Diese habe ich einfach der Reihenfolge des Stellens angepasst, so dass die erste Frage, die gestellt wurde, auch als erstes beantwortet wird.
Das heißt, es gibt hier keine Hierarchie, keine logischen Zusammenhänge. Es gibt zwei Fragen, die zusammenhängen, aber die wurden auch ganz zufällig hintereinander gestellt. Also daher, ihr seid genauso organisiert, wie ich es mir wünsche. Frage 1. Wie hat sich dein Lesen durch das Studium der Literatur verändert? Wünschst du dir manchmal ein Buch ohne Fachkenntnisse entdecken zu dürfen? Das Panorama für diese Frage streckt sich etwas weiter als meine Studienzeit. Da sich mein Leseverhalten innerhalb dieser Zeit zwar immer wieder und auch ganz drastisch geändert hat, aber nicht unbedingt aus akademischen Gründen. Wir holen jetzt also einmal etwas weiter aus. Ich bin eine Person, die schon immer gerne gelesen hat, seitdem sie lesen kann und sich schon immer für Sprachen interessiert hat. Es ist in Estland, wo ich geboren und aufgewachsen bin, sehr normal, mindestens zwei Sprachen zu sprechen. Und da ich aus einem beruflich sowohl mit Lehre als auch Sprachen verknüpfen zu Hause komme, war es ganz klar, dass ich von klein auf in mehreren Sprachen lesen würde. Da diese Begeisterung für Bücher für mich etwas Natürliches war, der Weg in andere Welten in einem Umfeld, wo außer dem Lesen nicht so viel Interessantes möglich war, und wo die Literatur in Teilen auch als Zufluchtsort diente, hatte ich schon immer eine besondere Beziehung zu Büchern und hatte auch eigentlich immer ein Buch im Gepäck oder in der Handtasche, je nachdem, wo ich gerade unterwegs war. Sicherlich gab es ab und an eine Phase, wo ich anderweitig beschäftigt war, aber Bibliotheken und Bücherregale waren auch in der Schulzeit Orte, an denen ich mich organisch wohlfühlte. Dementsprechend bestand diese Liebe und dieses Interesse und dieses forschende sich in Literatur einleben eben auch schon vor der Studienzeit, daher auch mein Interesse für das Literaturstudium. Jetzt aber zur Studienzeit. Im Bachelorstudium habe ich nämlich zunächst Germanistik und Religionswissenschaften studiert. Germanistik hat in Estland erstmal sehr viel mit Sprache und weniger mit Literatur zu tun, da nicht jede estnische Person sehr gutes und literarisches Deutsch spricht und dementsprechend auch direkt literarisch interessiert ist. So studierte ich im Bachelor also einerseits Sachen wie Lexikologie, Morphologie, Sprachgeschichte etc. Und ab und an gab es dann ein Literaturseminar oder eine Veranstaltung zur Literaturgeschichte. Er hat das Bachelorstudium mir beigebracht, allgemein besser und effizienter nach Wissen zu suchen, mit großen Informationsmengen umzugehen, mich im Mikrokosmos der Geisteswissenschaften zurechtzufinden und in kleinen Teilen auch analytisch mit Literatur umzugehen. Aber das habe ich eigentlich schon im Gymnasium gemacht. Mein Masterstudium hingegen in Deutschland war Literatur pur und hier durfte ich mich mit Texten, Büchern und AutorInnen beschäftigen, in der Analyse aufgehen und lernen, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf Literatur zu blicken. Es war eine sehr bereichernde und schöne Zeit. Aber ich glaube, dass da meine Kreise eh meistens schon vorab aus AkademikerInnen bestanden, dass eine analytische Art, mit auf mich zukommenden Informationen umzugehen und Literatur sachlich zu behandeln, mir schon immer eigen waren. Ich war auch nie wirklich die Fantasy- oder Liebesromanleserin und habe mich schon immer auch für Sachbücher interessiert, nicht nur Belletristik. Also hatte generell eine eher wissenschaftlich geprägte Herangehensweise an mein Umfeld von klein auf. Literaturwissenschaften studiert zu haben, hat mir sicherlich den einen oder anderen Zugang dazu gegeben, mein Leseverhalten etwas gezielter zu gestalten. Und die Perspektive für vielfältige Interpretationen, den Weitblick dafür, was es alles eigentlich an einem Buch zu beachten gäbe. Und dafür bin ich dankbar und möchte es auch nicht missen, da ich viel mehr sehe als damals. Aber ich bin auch absolut überzeugt davon, dass mit der Lektüre von genügend Vielfalt in puncto Genre und Land und Komplexität von Literatur jeder Mensch das Potenzial hat, zu lernen, wie mit diversen Büchern umzugehen ist, so unnahbar sie auch auf den ersten Blick oder in der ersten Lektüre zu erscheinen mögen. Und wenn ich ein neues Buch lese, ist es trotz Vorkenntnisse jedes Mal ein neues Buch, auch wenn ich ein Buch zum zweiten Mal lese. Auch dann ist es, wenn es ein gutes Buch ist, ein neues Buch, welches aus unterschiedlichen Blickwinkeln ausgepackt werden kann. Und dann ist es abhängig davon, wie viele unterschiedliche Bücher ich gelesen habe von der gleichen Zeit, aus dem gleichen Land, stammend oder über das gleiche Thema sprechend, da auch den entsprechenden Horizont zu haben. Denn
Auch Literaturwissenschaften studiert zu haben, bedeutet einfach nur, dass man diejenigen Schritte und Methoden und dasjenige Fachwissen hat, was einem an der entsprechenden Universität mitgegeben wurde. Und Werkzeuge dafür, Wissen zu finden, mir Wissen anzueignen und dieses Wissen dann praktisch anzuwenden, hätte ich auch in jedem anderen Studiengang erworben und höchstwahrscheinlich auch an mein Leseverhalten angepasst. Also insofern ist diese Frage fast schon unmöglich zu beantworten, denn es gab nie eine Zeit ohne eine analytische Herangehensweise an Literatur. Würde ich mir wünschen, anders zu lesen, dann wäre ich aber auch schon eine ganz andere Person. Also ein kleiner Teufelskreis. Aber ich hoffe, dass ich mit dieser Unantwort deine Frage doch beantwortet habe. Eigentlich würde mich jetzt auch an der Stelle schon interessieren, die Personen, die jetzt dieses Video schauen, natürlich auch die Person, die die Frage gestellt hat, aber auch alle anderen, falls ihr schon mal etwas Sachliches über Literatur gelesen habt oder falls ihr sogar Literatur oder literarisch affine Berufe studiert habt, wie ist das bei euch? Habt ihr gemerkt, wie während der Ausbildung oder des Studiums euer Leseverhalten oder eure Herangehensweise an Literatur sich verändert hat? Denkt ihr, dass es eigentlich schon immer gleich war, weil eure Interessenperipherie sowieso die Herangehensweisen an Literatur und das Interesse beinhaltete? Oder habt ihr da Bedenken und wünscht euch, dass ihr mit einer, ich nenn's mal, naiven Perspektive nochmal an Literatur herangehen könntet? Vielleicht kommen wir sogar noch zu diesem Themenkomplex zurück, denn jetzt, wo ich nochmal darüber nachdenke, dann kommen mir auch noch ganz viele Gedanken in den Sinn, aber ich möchte mich nicht wiederholen, denn wie ich euch gebeten habe, drehen sich doch die Fragen um Literatur und ich glaube, dass ich da noch den einen oder anderen Gedanken im späteren Verlauf des Videos äußern werde. Aber eine enorm spannende Frage und vielen, vielen Dank und nochmal auch liebe Grüße zurück. Jetzt aber erstmal zur zweiten Frage. Welche Rolle spielt deutschsprachige Literatur in Estland? Welche deutschsprachigen AutorInnen oder Werke werden am häufigsten gelesen? Tja, ich glaube, die Antwort wird vielleicht etwas enttäuschen, denn deutsche Literatur spielt weder eine große noch eine zentrale Rolle. Was die Schulliteratur betrifft, es werden ja die typischen Klassiker gelesen, aber auch in geringen Mengen. Denn der Fokus liegt weniger auf europäischer als auf eigener und Weltliteratur. Ich habe in der Schule Goethes Faust gelesen, das weiß ich noch. Und ich habe jetzt nachträglich nochmal zahlreiche Listen angeschaut. Und in Reihenfolge von Kind bis Erwachsen stehen da folgende Bücher drauf, die ich auch selbst bestätigen kann als Pflichtlektüre in der Schule. Das sind Grimms Märchen in der 5 und 6. Dann haben wir estnische, finnische, vereinzelt britische und französische Literatur, US-amerikanische Literatur. Das ist dann die 7, 8, 9, also die 7., 8., 9. Klasse. Es gibt bei uns so etwas wie Hauptschule, Realschule, Gymnasium nicht. Also ist es möglich, bis zur 9. Klasse aufs Gymnasium zu gehen, sich danach für eine Ausbildung zu entscheiden. Und vom Gymnasium ist es dann möglich, zur Universität weiterzugehen. Allerdings sind die Übergänge zwischen diesen Schularten oder den Klassen nicht so steif. Es ist grundsätzlich immer möglich, dass eine Person sich umentscheiden kann. Und so ist auch die literarische Ausprägung der SchülerInnen immer gleich. Das heißt, wenn ich jetzt über Literatur und Pflichtlektüre spreche, dann meine ich damit auch das gesamte Schulsystem. Also wenn ich dir dann jetzt sage, später wurde dann Molière, Milan Kundera, Michail Bulgakov, Franz Kafka, gilt das als deutscher Schriftsteller? Nein. George Orwell, Camus, Remarque, Hemingway, Salinger, Harper Lee und auch wirklich in jedem Jahr sehr, sehr viele estnische AutorInnen auf den Listen. Es gibt aber auch sehr viele sehr gute Kinder- und Jugendliteratur und eben auch diejenigen Klassiker, die zur Schulliteratur dazugehören und die Literaturgeschichte und die Landesgeschichte illustrieren und widerspiegeln. Ich weiß auch noch, dass gewisse Schulen oder gewisse LehrerInnen da das Missionsgefühl mit einem Schmunzel ausgedrückt haben, dass zumindest in meiner Generation war es so, dass der Literaturmarkt sich noch ein wenig mehr international öffnete und zum Beispiel die neuen englischsprachigen Ausgaben von Terry Pratchett
gibt es nicht unbedingt sofort zu ergattern in jeder Buchhandlung, wenn man sie nicht in estnische Übersetzung haben möchte. Und dass dementsprechend das Schulprogramm auch eher darauf fokussiert war, die eigene Literatur zu behandeln. Denn wann würden die Kinder sie denn sonst noch lesen und entdecken, wenn wir nur so auf Weltliteratur und die Außenwelt und auf US-amerikanische und britische SchriftstellerInnen fixiert sind? Natürlich werden und wurden auch viele russische KlassikerInnen gelesen, wobei Klassiker tatsächlich. Ich glaube, ich habe persönlich in der Schule keine einzige russische Klassikerin gelesen. Asche auf mein Haupt, wenn das nicht so ist, aber Tolstoi, Dostojewski, Gogol, Tschechow, Puschkin und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob das eigentlich deine Frage gewesen wäre, was neueste deutsche Literatur betrifft. Befürchte ich, dass der Fokus trotzdem nicht darauf liegt, müsste aber mal eine estnische Buchhandlung aufsuchen, um das aktuell in Erfahrung zu bringen, denn muss ich dir sagen, dass ich das auch seit vielen, vielen Jahren nicht mehr getan habe. Aber ja, generell ist es eher US-amerikanische, osteuropäische, skandinavische Literatur und natürlich estnische Literatur. Ich muss aber auch generell sagen, und ich denke, das ist auch eigentlich logisch, aber man weiß es nicht, wenn man keinen Vergleichspunkt hat wahrscheinlich oder nie in kleineren Ländern im Buchhandel unterwegs gewesen ist. Estland ist kein solches Literaturland mit einem regen Kulturbetrieb wie Deutschland. Logischerweise ist es kleiner, wirtschaftlich wesentlich schwächer und diejenigen ausgeprägten staatlichen Subventionierungen, Unterstützungen, Kulturprogramme und die Vielzahl von kulturellen Institutionen gibt es dort gar nicht. Dementsprechend ist es auch wesentlich teurer, sich am kulturellen Geschehen zu beteiligen. Zum Beispiel ins Theater gehen ist ein absoluter Luxus für eine normale Familie mit durchschnittlichem Einkommen. Daher lesen Menschen auch bei weitem weniger Neuerscheinungen, leihen sich eher etwas aus der Bibliothek und auch da ist deutsche Literatur nicht wirklich vorne. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet, aber wie gesagt, so viel zu antworten gibt es da gar nicht. Eventuell ist es spannend, dabei herauszufinden, wie das estnische Schulsystem so ausschaut und was da generell gelesen wird, denn meines Erachtens, jetzt auch zurückblickend, vielleicht Kritikpunkt sehr männlich, aber die Pflichtlektürenlisten waren schon sehr vielfältig und interessant. Da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Die nächste Frage. Bevorzugst du eher dünne Bücher oder darf es auch mal ein richtig dicker Klopper sein? Ist auch eine ganz schwierige Frage, obwohl es theoretisch entweder oder wäre, ne? Aber ich mag vor allem gute Bücher, die mich bis zum Schluss fesseln und interessant sind. Und natürlich ist es viel schwieriger, das bei 500, 700, 900 Seiten durchzuziehen. Selten bei einem Debüt auch noch, wobei ich vor kurzem ein hervorragendes Debüt mit über 500 Seiten gelesen habe. Aber eher ist mein Problem die Zeitplanung für dicke Klopper. Ich habe meist so viele Pläne und Ideen und Projekte, dass da keine dicken Bücher so gut reinpassen. Und dass sie dann auch relativ lange so nebenher stückeweise gelesen werden. Andererseits kann das auch sehr gut sein. Andererseits denke ich mir bei sehr schlanken Büchern dann aber oft, ja wie, schon vorbei? Also ich denke, dass es Bücher mit 400 Seiten gibt, wo ich gerne 100 streichen würde. Zum Beispiel ein gewisses sehr gehyptes gelbes Buch, welches vor kurzem erschienen ist. Und dann gibt es solche, wo 200 Seiten auch nicht unbedingt genügen, um eine in sich abgeschlossene Geschichte zu schreiben und alle Aspekte, die angesprochen werden, auch abzuarbeiten und auszuschöpfen. Ich lese gerne ab und zu ein dickes Buch, aber ich mag auch die Abwechslung beim Lesen. Abschrecken tun literarische Ziegelsteine mich allerdings nicht. Die vierte Frage, wie wichtig sind deiner Meinung nach öffentliche Stadtbibliotheken, nicht Universitätsbibliotheken, für die Bildung von uns BürgerInnen in Deutschland und wie schätzt du deren Zukunft ein bezüglich Finanzierung, Personal und technischem Fortschritt? Das ist so eine unglaublich spannende und vielfältige Frage, die eigentlich auch schon mit Fragen zusammenhängt, die allgemein mit dem Arbeitsmarkt, mit KI, mit dem Personalwesen, mit dem Markt in puncto von Ausbildung versus Notwendigkeit von gewissen Berufen. Und das hängt alles so ein bisschen in sich zusammen. Andererseits muss ich auch sagen, ich bin mit dem Bibliothekswesen in Deutschland auf Fachebene keineswegs so sehr bekannt. Ich weiß, dass sich in der Community aber die eine oder andere Bibliothekarin befindet.
Ich gebe sehr gerne also meine persönliche, sehr oberflächliche Meinung zum Thema ab, würde mich aber freuen, wenn jemand, der auf dem Gebiet auch Ahnung hat, gleich in den Kommentaren mitmischen würde, denn ich würde es auch sehr gerne selber wissen, wie die momentane wirtschaftliche Situation von Bibliotheken eigentlich ausschaut. Ich weiß, dass es im Kulturbetrieb generell auf allen Fronten derzeit Kürzungen gibt. Und grundsätzlich kann ich nur die Meinung ausdrücken, dass ich öffentliche Bibliotheken als absolut essentiell empfinde für den Zugang zur Literatur, sozial auch sehr wichtig, da zumindest in meiner örtlichen Bibliothek auch regelmäßig Veranstaltungen und Lesungen stattfinden. Bibliotheken, und das nicht nur in Deutschland, sind essentiell für Chancengleichheit, für den Zugang zu Büchern, für diejenigen, die sich diese nicht leisten können, für das Verbleiben von Literatur als kulturelles Gemeingut, welches für alle zugänglich ist und zugänglich bleibt, zudem für nachhaltiges Lesen, denn unser Kaufverhalten sollten wir auch einmal eventuell ab und zu mal inspizieren, was den Bücherkonsum betrifft oder was den Konsumerismus generell betrifft. Gerade jetzt auch zu unserer Zeit, denn ganz früher, als es noch die Papyrusrolle und noch nicht das Reklamheft war, war der Zugang zu Bibliotheken ja auch streng begrenzt und nur für gewisse Klassen, für eine gewisse Geburtsstufe ermöglicht und erlaubt. Daher ist es auch so unglaublich wichtig, dass dieser menschenverbindende Ort vorhanden bleibt. Was technische Fortschritte betrifft, Onleihe aus Bibliotheken ist etwas, was ich bis dato zum Beispiel mit E-Büchern noch nie gemacht habe. Aber dass es diese Option schon mal gibt, finde ich super. Auch das trägt ja zur Nachhaltigkeit bei. Ich selber habe früher regelrecht in der Bibliothek gelebt. In meiner Schulbibliothek, dann in der Stadtbibliothek und dann eben in der Universitätsbibliothek. Für mich sind diese Bibliotheken aber von der Mission her eigentlich trotzdem gleich. Also sie ermöglichen es Individuen, eine literarische Begeisterung auszuleben, unabhängig von Herkunft, Mitteln, Familienzusammenstellung, vielleicht auch unabhängig dessen, was überhaupt erlaubt ist, zu Hause zu lesen, oder davon, was dann zu Hause verfügbar ist. Also jede Person unabhängig von den mitgegebenen Möglichkeiten nochmal eine Vervielfältigung und eine breitere Bildung sowohl im allgemeinen Sinne als auch im speziellen Sinne ermöglicht. Denn sicherlich möchten junge Menschen sich auch über sachliche Themen informieren und auch dafür abseits der Fantasiewelten und Zufluchtsorten, die ich das Glück hatte, auch noch zu Hause im eigenen Bücherregal zu haben. Nicht jeder hat zu Hause ein eigenes Bücherregal. Diese ganzen Möglichkeiten verfügbar zu haben und zu wissen, dass dieser Ort auch zugänglich ist, im Rahmen der Schule zum Beispiel, oder eben als Stadtbibliothek, das finde ich unglaublich wichtig. Und es ist schon immer wichtig gewesen, es war ein prägender Teil meiner Kindheit und Jugend, und ich würde es jedem Kind und jedem Jugendlichen wünschen, diese Möglichkeit zu haben. Ich kaufe jetzt mittlerweile meine Bücher selbst, ich empfange Rezensionsexemplare und stöbere in Antiquariaten, wo es auch nur für ein paar Euro spannende Klassiker und Neuerscheinungen zu finden gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit längerer Zeit keine Bibliothek mehr betreten. Aber ich könnte, wenn ich jemals mit meiner großen, reichhaltigen Influencer-Karriere aufhöre, mir sehr gut vorstellen, meine Nachmittage wieder vollständig in der Bib zu verbringen, oder wenn ich in Rente gehe vielleicht dann. Stattdessen, ich höre doch nicht mit den Influencern auf, so ein Unsinn. Und empfinde es als sehr wichtig, dass eben Bibliotheken erhalten bleiben, denn auch Alt und Jung treffen sich in einer Bibliothek und diese Verbindung ist etwas, was in unserer verkapselten Gesellschaft daran ist, sehr arg verloren zu gehen. Also sowohl in großen Städten als auch an kleinen Orten sind Bibliotheken meines Erachtens absolut essentiell. Was ich aber parallel auch wirklich schön finde, ist die Bücherschrank- und Büchertauschkultur. Ich weiß leider nicht, seit welchem Jahr, seit wann es diese ausgeprägte Kultur in Deutschland gibt, aber ich finde es toll. Und eigentlich muss niemand sich wirklich Bücher kaufen, der es nicht auf neueste Neuerscheinungen abgesehen hat und ein gutes Auge für Literatur und ein bisschen Zeit zum Stöbern mitnimmt. Aber es ist immer noch etwas anderes als eine Bibliothekserfahrung, also daher ist hier auch kein wirklicher Vergleichspunkt vorhanden. Aber in puncto Nachhaltigkeit, öffentlicher Zugang zur Literatur
und öffentlicher Diskurs zur Literatur finde ich auch, dass Bücherschränke ein sehr wertvoller Bestandteil von diesem Mikrokosmos sind. Frage 5. Gab es ein Buch, welches dein Interesse an Literatur entflammt hat? Und wenn ja, welches war es? Bei mir zu Hause wurde viel gelesen. Es gibt einige Highlights, an die ich mich immer erinnern werde. Ein bestimmtes Buch war es allerdings nicht. Ich erinnere mich aber an die Märchensammlungen, also die ersten Bücher, die ich mit meinen, ich glaube, 5 oder 6 Jahren waren das, gelesen habe, aus denen mir erst vorgelesen wurde und darin kamen Märchen aus aller Welt vor. Von Hans Christian Andersen und von den Grimms auch, aber auch aus Polen, Tschechien, Italien, Finnland, China und Afrika. Und ich weiß noch ganz genau, wie ein bestimmtes polnisches Märchen, was mir vorgelesen wurde, und wie die Spannung, als dann für den Abend Schluss war und am nächsten Abend die Geschichte weiterging. Es ist so eine eingeprägte Erinnerung in dem schönen Teil meiner Kindheit. Und dementsprechend wären es wohl dann diese 3 Bücher gewesen. Das allererste Buch, was ich mir aber selber gewünscht habe, waren Geschichten aus Mumintal. Das habe ich als Weihnachtsgeschenk erhalten, als ich 6 Jahre alt war. Und im Nachhinein dann noch die Lebenshighlights aus der Jugend. Beispielsweise habe ich ungemein gerne Franny und Zooey von J.D. Salinger gelesen. Das Buch habe ich noch auf Estnisch hier aus dem Regal meiner Großeltern. Obwohl ich mir auch mittlerweile die englische Ausgabe besorgt und gelesen habe, aber dieses Buch hier in der Hand zu haben als Erinnerung an meinen lieben Großvater ist eben auch etwas ganz Besonderes. Solcherlei Lebenshighlights gibt es noch einige, aber entfaltet wurde die Buchliebe bei mir wirklich schon in der Wiege. Da hat kein besonderes Buch eine besondere Rolle gespielt, wirklich eher die Bindungen an die Vergangenheit, diese Momente, die alle mit meiner Literaturliebe zusammenhängen. An dieser Stelle bleiben wir auch noch kurz in den Erinnerungen der Heimat oder des Herkunftslandes, denn meine Heimat ist da, wo mein Rucksack am Nagel hängt. Wir haben 2 Fragen zum Thema Estland. Frage 6. Ich würde gerne wissen, welche Romane aus Estland du für den Einstieg empfehlen würdest. Und Frage 7. Kannst du uns etwas über die Literaturszene in Estland erzählen und wie ist sie aufgestellt? Wo sind die Schwerpunkte? Welche berühmten AutorInnen und Bücher aus und über Estland kannst du uns empfehlen? Ja, es gibt ein langes und ausführliches Video darüber, welche Klassiker es gibt, wie der Nationalepos heißt, welche Neuerscheinungen ich toll finde und wie die Literaturszene in Estland sich historisch entwickelt hat. Das Video ist schon ein bisschen älter. Das ist natürlich von der Audioqualität dann auch nicht so gut wie zum Beispiel die letzten Videos. Aber in dieses Video ist sehr, sehr viel Herzblut geflossen. Und deswegen möchte ich es sowohl den Fragenden als auch jedem Estland-Interessierten besonders ans Herz legen. Ich verspreche aber in diesem Jahr noch ein Video mit Neuerscheinungen, schon weil ich in diesem Jahr noch einige Buchhandlungen in der Heimat besuchen werde und weil Übersetzungen aus dem Estnischen mich mittlerweile relativ frühzeitig erreichen, weil ich da natürlich auch sehr aktiv unterwegs bin auf der deutschsprachigen Verlagslandschaft. Bis dahin aber bitte sehr gerne dieses Video schauen. Frage 8. Wie hat sich dein Buchgeschmack im Laufe deines Lebens verändert? Ich weiß nicht, ob das eine unglaubliche Enttäuschung ist oder ob das eine schöne Realisierung ist, dass ich im Kern die gleiche Person geblieben bin, aber vom Kern her hat sich mein Lesegeschmack wirklich sehr wenig geändert. Ich habe schon immer eher harten Tobak bevorzugt und sehr international gelesen. Siehe die Märchensammlungen, die mir vorgelesen worden sind, ehe ich sie selber auslesen konnte, hatten auch sehr viel mit Tod und Zerstörung zu tun, waren aber dafür auch noch unglaublich interessant und vielfältig und spannend und so weiter und so fort. Wie eben echte Märchen, die nicht Walt Disneyfiziert sind. Aber mit Sicherheit habe ich mich stärker der Bibliodiversität, People of Color, feministischen Literatur und einer thematischen Diversität zugewendet. Meine Auswahl von den kanonischen Vorgaben unabhängig gemacht, viele, viele Klassikerinnen in mein Regal geholt, die aufgrund der nicht eigenständigen Recherche nicht in meine Peripherie gelangen konnten.
Und ich lese jetzt mehr denn je. Und ich bekenne mich aktiv dazu. Und versuche, wenn ich denke, dass das Ziel zu erreichen ist, ich möchte auch niemanden zu etwas zwingen. Da es aber zu Schulzeiten hieß, ach, du liest ein Buch, das muss ja für ein Schulprojekt sein. Sicherlich, oder? Oder für welches Fach musst du es lesen? Nun, wenn es nicht ernstere Literatur war, dann war es okay, auch mal zum Vergnügen zu lesen. Aber jetzt als erwachsene Person ist es normal, als Vielleserin durch die Welt zu gehen und so rede ich definitiv wesentlich mehr über Bücher und über das Lesen. Von diesen Plattformen, von meinem Blog und meinem Instagram jetzt mal ganz abgesehen. Aber so haben sich im Laufe meines Lebens dann auch die Kreise gebildet. Ich habe mich mit anderen Buchliebenden zusammengefunden, auch zufällig, auch in Berufen, die nichts mit Literatur zu tun haben. In der Gastronomie zum Beispiel, während des Kellners meine jetzt beste Freundin kennengelernt, die auch ein Buchmensch ist. Oder eben über Bookstagram und YouTube, wo ich dann diejenigen Menschen, deren Lesegeschmack für mich am interessantesten ist, mir dann auch zu persönlichen Bekannten und FreundInnen gemacht habe, was mich auch sehr gefreut hat. Also daher, mein Lesegeschmack hat sich sehr wenig verändert, mein Leseverhalten hat sich etwas verändert und mein Verhalten zum Lesen hat sich maßgeblich verändert. Und über diese Entwicklungen bin ich auch wirklich sehr, sehr froh. Das ist auch eine unglaublich spannende Frage. Hier würde mich auch wieder interessieren, du, der jetzt dieses Video schaut, hat sich dein Leseverhalten von Anbeginn deines Lesens bis zum jetzigen Zeitpunkt arg verändert? Oder war es irgendwie immer gleich? Schreib mir gerne einen Kommentar. Frage 9. In mehreren Videos hast du bereits angesprochen, dass du zunächst eine Karriere im universitären Kontext im Blick hattest, bevor du dich dagegen entschieden hast. Falls du die Frage beantworten möchtest, was waren deine Beweggründe? Ich selber versuche herauszufinden, wie ich die Liebe zur Literaturwissenschaft beruflich aufgreifen kann. Und die zweite Frage, welche 5 Bücher würdest du jedem Lesenden aus den Bergen an möglichen Lektüren empfehlen? Also, wir fangen am Ende an. Ich liebe es, in bergigen Landschaften unterwegs zu sein. In Deutschland, in Norwegen, letztes Jahr in Thailand, sonst auch in Indien, in Österreich und so weiter und so fort. Es ist toll. Berge mit Literatur zu verbinden, würde für mich implizieren, dass diese Menschen sich auch Literatur wünschen, die in Bergen stattfindet. Und eine bergige Atmosphäre oder eine naturbelassene Tonalität besitzt. Und vielleicht etwas philosophisch ist für diejenigen, die sich auf eine Bank setzen oder kurz am Ausblick harren, um das Erstiegene zu überblicken. Insofern empfehle ich Kallmann von Joachim B. Schmidt, Schnee auf dem Kilimanjaro von Ernest Hemingway, Soul Mountain von Gao Xingjian, Impulsion von Olga Tokarczuk und Frau des Himmels und der Stürme von Wilfried Nsonde. Alles wunderbare Bücher, die in bergigen Gegenden spielen, dich einmal um die Welt reisen lassen, unterschiedliche Lebensphilosophien widerspiegeln und zeigen und eine kunterbunte Mischung ergeben, die dem gediegenen Lesenden sicherlich zusagen wird. Und diese Bücher sind auch vollständig unterschiedlich von ihrer Ernsthaftigkeit, von ihrer Tiefsinnigkeit, von ihrer Seitenzahl und von ihrer sprachlichen Tonalität, obwohl sie doch alle die Berge gemeinsam haben. Also daher viel Vergnügen. Ich würde sehr gerne wissen, ob eins von diesen Tipps dann auch gelesen wird. Lass es mich wissen. Aber jetzt kommen wir zu der zweiten Frage, die ich auch sehr gerne beantworte. Aber danke, dass du es so formuliert hast, dass es auch okay wäre, wenn nicht, und mir dann noch die Reservefrage gestellt hast. Also, eine Karriere im akademischen Bereich kann aus meiner Sicht und aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, die allerdings auch den Erfahrungen von zahlreichen KommilitonInnen ähneln, nur gelingen, wenn du in deinem Bereich sehr gut bist, also von Anfang an sehr gute Noten, zumindest in der Hälfte der Veranstaltungen hast, realistisch gesehen. Die andere Hälfte dürfen Themen sein, die dich nicht interessieren. Und wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Das heißt, es muss ein Kontakt entstehen, der dir den Weg weiter ermöglicht. Und, ganz wichtig, du musst bereit sein, ideologisch 1000% zur Akademikerinnen-Existenz zu stehen und deine Zeit für Fortschritte zu opfern.
Denn auch so wie im Lehrerinnenberuf, unbezahlte Arbeitsstunden für Vor- und Nachbereitung von Seminaren, für eigenständige Recherchen und Korrekturen auszugeben, tausende Seiten an Sekundärliteratur durchzuarbeiten, um ein gutes Argument für deine These zu finden, dich in akademischen Kreisen zurechtzufinden, die in Teilen sehr konservativ männlich sein können, sofern du das höhere Studium erreicht hast und in einer traditionalistischen Universität unterwegs bist, und immer wieder eigenständige Kreativität, aber auf einem hohen und koscheren Niveau zutage zu bringen, um Artikel zu verfassen und versuchen zu publizieren. Ach ja, und je nachdem, welche ProfessorInnen zur Verfügung stehen und wie die allgemeine Mentalität an der Universität ist, ist es eine mit langer Tradition oder eher eine eklektisch-progressive. Das prägt dann auch deine gesamte Erfahrung im Studium und später in der Lehre. Summarum waren bei mir viel zu viele Aspekte zu sehr an einem Ende der Skala, als dass ich mich für das mich kaputt arbeiten an der Uni entscheiden wollte und habe mich dann lieber für die Selbstständigkeit entschieden. Aber ich betone immer, dass jede Universität und jeder Lehrstuhl zu einer gegebenen Zeit auch noch anders ist. Und dass meine Erfahrung nicht unbedingt die volle Realität darstellt. Du kannst auch an tolle Profs geraten und direkt das Traumthema finden und dann eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft und Mitarbeiterin bekommen und das Privileg haben, über Themen zu forschen, die dich wirklich interessieren und die dir gebührende Unterstützung dafür erhalten, ohne dich von morgens bis abends kaputt zu machen, weil du auch von deinem akademischen Umfeld unter unglaublich viel Druck stehst und dein gesamtes Selbstwertgefühl daran hängt, ob du jetzt regelmäßig Leistungen bringst oder nicht, unabhängig deiner körperlichen oder mentalen Verfassung. Und ich muss sagen, dass ich auch niemanden kenne, der diesen positiven Werdegang so verkörpert. Aber ich kenne einige Menschen, die langjährig im akademischen Bereich unterwegs und zumindest behaupten, dass sie zufrieden sind. Das ist meine Antwort auf diese Frage. Aber eine weitere Antwort wäre, frag mehrere Menschen und frag Menschen aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Lass dir mehrere Perspektiven schildern, bevor du wirklich eine Entscheidung triffst. Wie gesagt, diejenigen Personen, mit denen ich über die ganze Thematik besprochen habe, auch zum Beispiel Menschen mit Einserschnitt, die ein fettes Stipendium erhalten haben und jetzt doch an einer Schule als Lehrer mit befristetem Vertrag arbeiten. Oder weibliche Akademikerinnen, deren Beziehung auf wackeligen Füßen steht, weil die Promotion die Familienplanung nicht zulässt. Ich habe sehr, sehr viele negative Erfahrungsberichte von anderen. Aber ich habe auch einige positive Erfahrungsberichte. Das hängt wirklich stark von deinem universitären Umfeld ab. Es ist sehr stark individuell. Wenn du dir eine realistische Vorstellung davon gemacht hast, was dich erwartet, dann kannst du es natürlich machen. Aber es gibt ein Video zum Thema literarische Traumjobs auf diesem Kanal und da kannst du dir vielleicht etwas Inspiration außerhalb des akademischen Umfelds holen, denn ich wäre gegebenenfalls auch etwas anderes geworden, was mit Literatur zu tun hat. Frage 10. Falls du nur ein einziges Buch mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest, welches wäre das und warum? Dieses und warum, ich finde das so witzig. Natürlich erzähle ich warum, keine Sorge, du musst nicht extra fragen, aber trotzdem, kein Ausweg. Die Erläuterung ist essentiell. Ich erinnere mich dann, weil wir jetzt im Akademischen sind, auch an meine Dozentinnenzeit, wo es auch wichtig war, diese Ergänzung zu tätigen, weil sonst tatsächlich die Option besteht, dass jemand einfach nur die Antwort gibt und nicht erläutert. Aber ich rede gerne, sonst gäbe es diesen Kanal auch nicht. Die Frage an sich ist aber schwierig. Ich dachte erstmal, okay, bleibe ich auf der besagten einsamen Insel für länger da oder für immer? Naja, dann etwas, was sich nicht verausgabt. Also definitiv ein richtig komplexes Sachbuch wie Systemtheorie der Gesellschaft von Niklas Luhmann oder Die Struktur literarischer Texte von Juri Lottmann oder Dialektik der Aufklärung von Theodor Adorno. Und dann dachte ich, nein, der Kopf braucht Zerstreuung, lieber etwas Meditatives wie das Dhammapada. Aber schlussendlich muss ich dann doch etwas antiklimaktisch vorgehen und dieses Buch wählen, weil ich nach dem Schauen von 3 Staffeln von Seven vs. Wild und 2 Tagen Dschungel in Thailand
ganz genau weiß, dass mir weder eine literarische noch eine wissenschaftliche Hochburg weiterhelfen wird. Deswegen wähle ich das große Buch der Überlebenstaktiken. Wenn es aber eine einsame Insel mit einer Bambushütte und einem Fisch- und Obstvorrat ist, dann wähle ich jetzt nach dem Nachdenken doch die buddhistische Literatur, denn wer weiß, wie man meditiert, so wie Siddhartha bereits sagte, warten, fasten und denken? Warten, fasten und schweigen? Muss man können. Und wer das weiß, kann auch Jahre auf einer einsamen Insel verbringen und nicht vereinsamen. Eine weitere interessante Option wäre es, ein leeres Buch mitzunehmen, in das Mensch dann selber schreiben könnte, weil jede Geschichte hat sich irgendwann ausgelesen, aber aus dem eigenen Kopf kann man mehr als ein Buch schöpfen. Mich würde jetzt interessieren, von den drei genannten Varianten, welches, wenn du jetzt zwischen diesen drei entscheiden müsstest, was würdest du tun? Frage 11, passend zur Followerzahl, welches ist dein Lieblingsbuch mit über 1000 Seiten? 1000 Seiten ist tatsächlich eine enorm hohe Seitenzahl und so viele Bücher, die das überschreiten, habe ich gar nicht gelesen. Außer jetzt zum Beispiel sowas wie die Kairo-Trilogie von Naguib Mahfouz, wo die drei Bücher dann alle zusammen sind. Zählt das? Unklar. Ich bin mir auch unsicher, ob irgendein Buch von Karl Ove Knausgård über 1000 Seiten hat, weil ich glaube, dass meine letzte Lektüre von ihm irgendwo bei 800 oder 900 war. Die dicken Wälzer von James Joyce oder Nino Haratischvili oder Hermann Hesse, die ich auch sehr, sehr gerne lese. Hier noch der Wink zu den dicken Büchern. Ja, ich liebe sie, aber in Maßen. Die bleiben ja eher so in der Gegend so 600 bis 800 stehen. Aber ein wirklich interessantes und entdeckenswertes Buch, welches ich sehr genossen und auch wieder in einem etwas älteren Video hier besprochen habe, ist die USA-Trilogie von John Dos Passos, dem besseren Hemingway. Sehr zu empfehlen, dieses Video. Frage 12. Was ist deine Meinung zu Popliteratur im Sinne von Kracht, Stuckrad, Barre etc.? Naja, Popliteratur ist ja einerseits einfach das Gütesiegel der unmittelbarsten und kurzlebigsten Zeitgenössigkeit. Zum Beispiel Ferdi Zirkler in Frankreich war auch Popliteratur damals. Deutsche Popliteratur gab's so auf die eine oder andere Art und es ist ein Phänomen der Zeit, welches ausdrückt, was den Zeitgeist ausmacht. Und ich finde, dass Stuckrad, Barre und Krach da ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Interessanter wäre es Popliteratur mit internationalem Vergleich, beispielsweise mit High Fidelity von Nick Hornby zu betrachten. Den lese ich bald und dann gebe ich dir eine bessere Antwort. Ich weiß, dass das nicht die Antwort auf deine Frage ist, aber wie gesagt, verspreche ich zukünftig eine bessere. Und Frage 13. Meine Frage hat mit den Flaggen im Hintergrund zu tun. Wenn du Metal magst, findest du diese gewisse Ästhetik-Atmosphäre ansprechend, auch was Bücher und vielleicht Kunst im allgemeinen Sinne angeht? Spekulation, Spekulation! Die zwei Flaggen sind repräsentativ für einen Teil meines Musikgeschmacks und ich habe beide auf entweder Festivals oder Festival und Konzert rausgesucht. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Lasst mich nicht lügen. Und ja, sie spiegeln definitiv gewisse ästhetische und philosophische und existenzialistische Präferenzen wider. Wer die Musik von Kampfer oder Katatonia kennt, wird sicherlich auch wissen, was ich damit jetzt inhaltlich meine, also Krähen und Friedhöfe und Lovecraft und Tod und Zerstörung und Moonspell und die Liste wäre lang, sind introspektiv und schwarz und düster und es ist sehr interessant und ich gehe auch gerne auf Friedhöfen spazieren. Das merkt man ja vielleicht auch daran, dass ich immer schwarz trage, dass ich eher so ein Vollmondwesen bin. Und dass ich auch sehr gerne mythologische Literatur lese. Ich erfreue mich einer düsteren Ästhetik. Es ist aber auch etwas speziell. Beispielsweise nie schwarzen Nagellack, weil das einfach vollständig übertrieben wäre. Ich würde meine ideale Welt in ästhetischer Hinsicht als eine Mischung aus Gotik, Art Nouveau und Minimalismus bezeichnen.
Ich liebe es, wenn alles schwarz ist. Beispielsweise sind in meinem Büro zwar naturholzfarbene Möbel, aber ich habe mir eine schwarze Schreibtischunterlage gekauft und das hat mich sofort erfreut und beruhigt. Ich mag es, auf schwarze, monochrome Flächen zu schauen und meinen eigenen Gedankendrang in dieser Stille ruhen zu lassen. In meiner Küche sämtliches Geschirr schwarz. Es ist schön, es macht mich glücklich. Minimalistisch in diesem Zusammenhang eben auch, weil ich Kram und Gedöns und Nippes nicht mag und um mich herum eigentlich möglichst wenig Materialien haben möchte, um meinen Kopf sich in Ruhe entfalten zu lassen. Ich mag Negativraum, Leerraum, Raum für kreatives Potenzial, wo sonst noch nichts ist. Wenn es dann aber doch etwas Kunstvolles sein soll, denn ich möchte jetzt natürlich auf alle Aspekte dieser üppigen Frage eingehen, dann gerne düstere Naturszenen in morbiden Tonlagen. Ich mag Naturtöne, aber eher welche, die mit Herbst, Winter und Nacht verbunden sind. Ich mag, was Architektur betrifft, Imitationen von Natur und geschwungene Konstruktionen und die Illusion von Fragilität, in denen sich ewig nach oben richtenden gotischen Kirchen und Kathedralen. Und ich liebe Stillleben. Es gibt einen Raum in Frankfurt im Städelmuseum, in dem ich stundenlang stehen könnte, aber ich mag auch Gemälde wie Carcass von Soutine oder Guernica von Picasso. Also wüsste ich persönlich gar nicht so richtig, ob es anhand der zwei Flaggen überhaupt sachlich möglich wäre, meinen Geschmack auf den Punkt zu bringen, der nicht in zahlreichen Kunstbeispielen und Fotos und Vergleichen und einem längeren TED-Talk ausarten würde. Aber das, was hinter mir zu sehen ist, ist indikativ für meine Grundästhetik. Das ist soweit absolut richtig. Das war die schöne Anzahl von 13 Community-Fragen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken. Es war mir eine sehr große Freude, zu grübeln, zu recherchieren, in meinem Kopf und meinem Leben zu wühlen. Wieder alte Buchfreunde zu besuchen im Rahmen der Antworten. Wie gut meine Community mich mittlerweile kennt. Und dass ihr euch für meinen Werdegang interessiert, hat mich berührt, hat mich gefreut. Denn es kommen ja nicht unbedingt 10 Kommentare zu meiner Person oder zu einer tieferen Reflexion über Literatur rum. Und das ist ganz normal, wenn ich in einem Video über obskure Bücher spreche, die ihr bis dato noch gar nicht kennt und erstmal dank mir dann entdecken geht. Da kommen die Kommentare natürlich etwas später, oft und woanders auch zu mir zurück. Ganz liebe Grüße an alle, die zu dieser tollen Fragesammlung beigetragen haben. Danke für euren Zuspruch, für eure Glückwünsche, eure Kommentare, die ich weiter in meinem schwarzen Herzen tragen werde und die mich motivieren, immer neue Ideen zu formulieren und Videos für euch zu produzieren. Ich blende an dieser Stelle ein, für wen sich Fortuna entschieden hat und wer das Buchpaket gewonnen hat. Bitte schick mir eine Mail mit deiner Postadresse, die ich zur Zusendung des Pakets verwenden und danach wieder löschen werde. Herzlichen Glückwunsch und ganz, ganz viel Freude mit meinen Lieblingsbüchern. Solltest du jetzt weitere Fragen haben zu diesem Kanal, zu meinen Buchtipps, zu meiner Person oder etwas Verwandtem, zögere nicht, sie in einem oder mehreren Kommentaren zu stellen, denn wie immer freue ich mich sehr, gleich von dir zu lesen. Wenn du dieses Video interessant fandest, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal da und teile meine Inhalte mit allen deinen Freunden, damit wir die nächsten 1000 zum nächsten Kanalgeburtstag schon erreichen können. Kostenfrei supporten kannst du den Kanal mit jeder Buchbestellung über die Partnerlinks in der Videobeschreibung. Ich danke dir natürlich vor allem vielmals fürs Zuschauen und freue mich sehr, dich erneut begrüßen zu dürfen beim nächsten literarischen Abenteuer. Bis dann!